Hey und was geht? Ich bin's mal wieder, euer Reborn XHD. Willkommen zu einem neuen FIFA 16 Squad Builder hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, ich fange auch direkt mal an. Ich habe drei Teams für euch heute hier, die ich vorstellen möchte. Und zwar eins mit Rodrigo Palacio oder Palacio oder wie man ihn ausspricht. Dann noch eins mit Alvaro Morata und ein komplettes Non-Wear-Team, das sich um Cameron Jerome heißt er, glaube ich, um den handelt. Ja, das Non-Wear-Team ist natürlich das billigste. Dann habe ich noch zwei gemischte Teams, die beide etwas teurer sind. Aber ja, ich hoffe mal, euch werden sie trotzdem gefallen. Ich fange jetzt am besten mal an. Und zwar das Team mit Palacio. Da habe ich nämlich als erstes im Tor als Non-Rare-Torhüter Ryu, der ganz solide Stats hat, und ich schätze mal, die Liga wird auch nicht so teuer sein, von da aus wird er auch nicht so teuer sein. Dann Van Rijn oder wie man ihn ausspricht, keine Ahnung. Er ist auch in einer holländischen Liga, daher wird er auch nicht so viel kosten. Rekik, jetzt auch als Non-Rare Gold Innenverteidiger, auf den bin ich mal gespannt. Der hat mir die Spiele da vorher mal sehr gut gefallen, als er noch Silber war. Der wird allerdings auch nicht so teuer sein. Marquinhos, der könnte schon etwas vom Preis her teurer sein. Das kann gut möglich sein, dadurch, dass er schnell ist, gute Werte hat und eine hohe Bewertung hat. Und dann unser Linksverteidiger Acevedo oder wie man den ausspricht, der hatte in den vergangenen FIFA-Teilen, in FIFA 11, 12 und 13, glaube ich, ihr könnt mich verbessern, wenn ich mich irre, da hatte er noch 5 Sterne als Linksverteidiger, 5 Sterne Skills. Jetzt hat er sie leider nicht mehr, aber trotzdem hat er immer noch 4 Sterne und dazu noch richtig starke Werte. Und was ich noch dazu sagen wollte, bei diesem Team habe ich jetzt nicht auf NLW oder so geachtet, sondern einfach nur dafür, dass es ein gutes, spielbares Team ist, was auch echt gute Spieler drin hat. So, als linken ZM haben wir Marlos, der zwar nicht so gute Defensivwerte hat, aber sonst auch ziemlich gut ist. Dann unser rechter ZM ist Dejan, der hat auch sehr, sehr gute Werte und dann mal seinen Physiswert, wenn man den mal beachtet, ey, 86 Physis, das ist schon richtig krank. Und unser ZOM Pereira von Juventus, auch richtig kranke Werte, also da muss ich ja gar nichts mehr zu sagen. In der Offensive haben wir als linken Flügelspieler Andersen, der jetzt auch ein gutes Upgrade bekommen hat und sieht auch echt gut aus von den Werten her. Rechts haben wir El Ghazi, der auch recht gut aussieht, also dafür zumindest, dass er ein 76er Non-Rare-Spieler ist, von dem her wird er auch nicht teuer sein. Und ich schätze mal, hier mit am teuersten wird Palacio sein, der natürlich auch sehr, sehr überragende Werte hat. Also bei dem Team sind einfach so Palacio, Pereira und Marquinhos die teuersten. So, hier ist das zweite Team und zwar geht es hier um Morata. Im Tor haben wir allerdings als erstes Marchezin oder wie man ihn ausspricht. Was ich noch dazu sagen wollte, das Team ist jetzt NLW für diejenigen, die gerne mit NLW-Teams spielen und so weiter, die das lieber haben. Da könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Nur ich denke einfach, am Anfang wäre es besser, wenn man auf das NLW mehr oder weniger scheißt und erstmal ein gutes Team zusammenbaut. Aber okay, ich habe jetzt hier zwei von den drei Teams sind halt NLW. Das erste war es nicht und das nächste kommt gleich noch. Aber egal, im Tor haben wir Marchezin, durchschnittlicher Torwart, Non-Wear, unbegehrte Liga, wird billig sein. Pareja ist nicht der schnellste, hat aber gute Verteidigung und Physiswert und dadurch, dass er Non-Wear ist, wird er auch nicht so teuer sein, genauso wie sein Kollege Gaspar auf der rechten Seite. Ja, Liga BBVA ist so eine Sache, der könnte vielleicht ein bisschen teuer sein, der hat aber auch echt richtig geniale Werte für einen Non-Wear-Spieler. 80 Tempo, 80 Verteidigung, 78 Physis, also richtig krank. Dann links haben wir aus der Bundesliga Abraham oder was weiß ich, auch sehr gute Werte, ist doch ziemlich schnell für einen Innenverteidiger unterwegs. 76 verteidigen und 76 physical, das lässt sich auf jeden Fall stehen lassen. Was habe ich da gerade? Naja, egal. Links haben wir dann von Leverkusen Wendel ein gutes Upgrade bekommen. Ein schneller Linksverteidiger mit guten Defensivwerten. Was soll man dazu noch sagen? Richtig klasse. Und dann der ZDM von Wolfsburg. Ich, ohne Scheiß, Respekt an denjenigen, der ihn richtig ausspricht. Juila Vagui oder irgendwie so. Egal, der hat auch ein richtig gutes Upgrade bekommen. Und ich schätze auch mal, dass der richtig stark sein wird bei den Werten,
wenn man sich den mal anguckt, ne? Und als rechten ZM haben wir dann Thiago, der jetzt nicht so die guten Werte hat, allerdings hat er gutes Passen, gutes Dribbling und gute Physis. Dazu hat er auch noch 4 Sterne Skills und Weakfoot, wobei ich glaube eine 3 Sterne Weakfoot, aber 4 Sterne Skills hat er, das ist schon mal gut. Und halt unser ZOM, der hat auch ein sehr großes Upgrade bekommen, deswegen habe ich auch das Team gemacht. Viele sehr interessante Spieler mit Upgrades sind da drin und das ist Torres hier, unser 79er ZOM von Atletico. Der ist zwar nicht der schnellste, aber mit 74 Pace dürfte es auf jeden Fall reichen. Dafür hat er richtig, richtig gutes Dribbling und einen richtig guten Pass. Leider ist das Schießen jetzt nicht so das Beste, aber ich wollte ihn einfach mal ausprobieren und ich dachte, das kann man ruhig mal machen. Und ja, links haben wir jetzt Caligiuri, der ja im letzten FIFA noch Deutscher war. Der ist jetzt Italiener, mit dem kann man wahrscheinlich ein paar richtig geile Hybrids spawnen. Er hat auch so richtig gute Werte und wenn ich mich jetzt nicht irre, hat er auch noch 4 Sterne Skills. Auf dem rechten Flügel haben wir Falke von AS Rom. Ja, der hat auch, finde ich, richtig interessante Werte für Non-Wear-Spieler. Hat 80 Tempo, 85 Dribbling, dazu noch guten Schuss und Passen. Und noch die 4-Star Skills, ist noch Linksfuß auf dem rechten Flügel, also der sieht für mich richtig, richtig interessant aus. Und jetzt noch der Stürmer, um den ich halt das Team gebaut habe, Morata, der hat einfach so ein geiles Upgrade bekommen, einfach mal eben so hohes Pace. Jetzt 84 Pace, 82 Dribbling, 81 Schuss. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass der Typ 1,90 Meter groß ist, ja, da läuft einem schon das Wasser aus dem Mund zusammen. Okay, das war's jetzt mit dem Team. Auf geht's zum nächsten und letzten Team. So, das letzte Team ist ein komplettes Non-Wear-Team. Das sollte etwas billiger sein, hoffe ich zumindest mal. Und es ist natürlich NLW, so wie es auch viele wünschen. Und hier sind auch ein paar richtige Biester drin. Ich fange jetzt als erstes mal im Tor an. Das ist nämlich Neto von Juventus Turin. Ein richtig guter, solider Non-Wear-Torhüter. Unser rechter Innenverteidiger ist leider nicht so gut. Everton. Und unser rechter Verteidiger ist auch nicht so schnell. Das ist Silvio. Aber immerhin haben sie so gute Verteidigungswerte. Und ja, man sollte damit leben können. Aber dafür geht es auf der linken Seite richtig ab. Da haben wir einmal Rüdiger, der ja von Stuttgart zu AS Rom gewechselt ist. Mit 80 Tempo. Dazu noch gutes Verteidigen und gute Physiswerte. Und links haben wir Telles, der ja von, soweit ich weiß, Galatasaray kam und auch ein richtig guter Außenverteidiger ist, der schnell ist, dribbeln kann, der passen kann, der natürlich verteidigen kann. Nur halt Schuss und Füße sind nicht so die besten Werte, aber das ist auch nicht so wichtig beim Außenverteidiger. Aber naja, so. Im ZM haben wir jetzt Fernando, der letzte Saison noch bei Shakhtar Donetsk gespielt hat, der jetzt für die Defensive hier im Team ist. Der hat sehr, sehr gute Werte, ist zwar nicht der größte, allerdings bei den Werten kann man, ja, also für ein defensives Mittelfeld reicht es, ist vielleicht manchmal ein bisschen blöd mit Kopfbällen, aber sonst ist er echt gut. Dann haben wir rechts Evandro. Er ist leider nicht der schnellste und so von den Werten her ist er schon ziemlich gut, aber das ist die Sache bei NRW-Teams. Das Team hätte man jetzt noch deutlich besser machen können, wäre es nicht NRW. Deswegen frage ich euch, wollt ihr lieber NRW-Teams sehen oder lieber diese, weil da hätte man noch ganz andere Möglichkeiten gehabt, aber so musste ich jetzt auch Evandro nehmen und an sich die rechte Seite. Aber naja, schlecht ist das Team auf keinen Fall. Als linken ZM haben wir Wayne Quare. Ich denke, das ist auf jeden Fall falsch ausgesprochen. Der hatte Dynamo Moskau oder so vorletzte Saison noch gespielt, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Aber egal, er hatte richtig, richtig gute Werte für Non-Wear-Spieler. 80 Tempo, sogar 75 Dribbling, 70 Schuss, 79 Physical und 70 Pass, ey. Und das für einen Non-Wear-Spieler, der wird auch nicht so teuer sein. Ich schätze schon, dass der das ein bisschen was kosten wird, aber der teuerste wird er auf keinen Fall sein. So, und jetzt kommen wir schon zum ZOM, das ist Morrison. Ja, Morrison, gute durchschnittliche Werte, ist halt ein guter ZOM, kann zwar nicht so gut schießen, aber man sollte damit auskommen. Soweit ich weiß, hat er aber nur 3 Sterne Skills, was ein bisschen schade ist, aber okay. Und jetzt kommen wir zur Offensive, die wahrscheinlich die teuerste sein wird, weil beide Spieler in der Premier League spielen, aber sind auch brutale Biester. Ich fange jetzt mal mit Berainho an, ich schätze mal, dass man ihn so ausspricht. Naja, egal, 83 Tempo, 76 Dribbling und 78 Schuss und das für so einen tief bewerteten, also
für so einen schlecht bewerteten Non-Ware-Spieler mit einer 76er-Bewertung ist das schon richtig gut. Und ich denke mal, er wird sich auch richtig gut spielen lassen. Er ist auch über 1,80 groß. Ne, 1,80? Ja, irgendwas mit 1,80. Und links haben wir Jerome, der ist auch richtig krank. Er ist 1,85 groß, hat 86 Tempo, leider nur 70 Dribbling, aber 75 Schuss und 81 Physical. Das ist ein richtiges Biest. Und ja, das waren jetzt meine drei Teams. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne einen Daumen hoch geben für die Arbeit, die in diesem Video, die in diesem Video steckt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Reborn XHD. Peace out.